Es kam wohl so, wie es kommen musste, und der Start der Artemis 1 wurde bis auf Weiteres abgesagt. Der eigentlich für den 27. September angesetzte Start der Artemis 1 zum Mond wurde abgesagt, und nicht nur das. Die NASA hat sich überdies auch dazu entschieden, die Rakete zurück ins Vehicle Assembly Building zu fahren. Die Rakete zurück ins VAB zu fahren wurde aber auch aufgrund des herannahenden Hurricanes Ian getroffen. Allerdings kommt diese Entscheidung der NASA auch etwas entgegen, da man im VAB einige Arbeiten durchführen kann, die man am Launchpad nicht hätte machen können. Wie zum Beispiel bezüglich des Selbstzerstörungsmechanismus der Rakete, bei dem einige Hardware überprüft bzw. erneuert werden muss. Wann die NASA wieder einen Start versuchen wird, ist derzeit leider noch offen. Ich denke, dass wir uns hier erst einmal ein wenig gedulden müssen, und zuallererst muss erst einmal der Sturm vorüberziehen, sodass die Rakete hier nicht gefährdet ist. Mögliche Starttage in den nächsten Monaten gibt es doch einige, also im Oktober, November und Dezember. Wenn es gut geht, sehen wir noch einen Start dieses Jahr, wenn nicht, dann müssen wir uns auf nächstes Jahr gedulden.